Messenger Rooms, Live-Videos direkt auf Instagram am Desktop schauen, auch Live-Videos in der Interviewfunktion. All das sind einige der Features, die bei Facebook jetzt ganz neu schon da sind oder jetzt kommen werden. Und die möchte ich euch in diesem Video einmal Schritt für Schritt vorstellen, zeigen, wie es aussehen wird, damit ihr dann jetzt auch schon mal überlegen könnt, wie könnt ihr es dann einbinden in euer Marketing, wenn ihr sie findet. Weil einige davon gibt es derzeit noch nicht, sie werden in den nächsten Wochen kommen. Aber ich nehme euch mit, ich teile meinen Bildschirm, zeige euch, was es Neues gibt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Katrin Hill, ich bin Facebook-Marketing-Expertin und mein Motto ist Facebook-Marketing leicht gemacht. Dementsprechend zeige ich euch heute nicht alles im Detail, zum Beispiel die App Messenger Kids ist auch relativ neu. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, also wenn ihr Kinder habt und die den Messenger nutzen sollen und ihr euch damit beschäftigen wollt, dann guckt euch das an. Wir gehen jetzt vor allen Dingen auf alles ein, was mit dem Marketing zu tun hat und wie ihr das als Unternehmen nutzen könnt für euch. Ich teile den Bildschirm und fange mal an mit zwei Videos von Facebook, die sie geschickt haben, wo sie einmal ganz kurz im Rundumblick zeigen, was denn so Neues ist. Da fangen wir mal mit dem ganz allgemeinen Video an und halten zwischendurch einmal kurz an. Und dann könnt ihr einmal sehen, wie das hier aussieht. Ton lasse ich weg, der ist so ein bisschen auf, yay, wir sind alle, let's stay connected, sagt Facebook hier auch. Lasst uns zusammenbleiben, lasst uns ja gemeinsam arbeiten. Und dann hier die Messenger Rooms. Ich zeige es gleich noch im Detail, wie das aussehen wird. Das ist so ein bisschen wie ein Gruppenchat mit bis zu 50 Personen. Das Ganze gibt es dann für Messenger, Facebook, WhatsApp, Instagram und Portal. Auch das werde ich gleich nochmal erklären. Das Ganze funktioniert und das ist das Coole auch für Leute, die nicht auf Facebook sind. Ja? Außerdem neu und eigentlich alt ist diese Interviewfunktion. Das geht nur am Handy. Müsst ihr jetzt mal drauf achten, ihr könnt wieder Leute reinholen. Auf das werde ich auch nicht weiter eingehen. Das ist diese Dating-App, die es gibt. Und auch dort kann man jetzt virtuelle Meetings machen. Also sie gucken jetzt schon, was können wir tun, um hier tatsächlich auch Corona aktuell hier Features einzubauen. Portal hat auch Neuigkeiten. Direkt von Portal kann man jetzt hier Live-Videos starten. Finde ich auch ganz spannend. Instagram gehen wir auch kurz drauf ein. Hat ja mit Facebook zu tun. Wir können jetzt Live-Videos direkt schauen auf dem Desktop, was vorher auch nicht ging. Und noch sehr spannend, Live-Videos, die wir gemacht haben auf Instagram, können wir abspeichern in IGTV. Außerdem in WhatsApp erst einmal genau das gleiche wie bei Facebook, so ein Gruppenvideo-Anruf, aber bis maximal 8 Leuten derzeit. Und WhatsApp ist das einzige Tool, wo es tatsächlich auch verschlüsselt ist. Aber das erkläre ich gleich auch nochmal. So viel jetzt erstmal zum Schnelldurchlauf. Das sind noch nicht alle Features, die ich heute vorstelle, aber das sind die, die Facebook jetzt ganz konkret hier in dieses Video gepackt hat. Und ich will euch jetzt mal das Wichtigste davon zeigen. Was mir sehr klar geworden ist, sind diese Messenger Rooms. Das ist das Highlight gewesen, von dem jetzt alle gesprochen haben. Und was ich sehr spannend finde, wenn ihr jetzt mal im Video darauf achtet, ich spiele das gleich wieder ab, ist, dass quasi ihr seht ja, wenn ihr euch im Handy einloggt und auch am PC, dass die Stories, also diese Beiträge, die quasi nur 24 Stunden leben auf Facebook und dann wieder weg sind, wenn wir sie nicht immer wieder aktualisieren, sind ja sehr prominent weit oben. Das ist das Oberste, was wir sehen, wenn wir am Handy sind. Diese Messenger Rooms, die ich euch jetzt zeige, die stehen noch darüber. Das heißt also, für Facebook gerade eine sehr hohe Priorität. Die gibt es jetzt, in den nächsten Wochen werden die ausgerollt, so die Ankündigung. Und das finde ich total spannend, deswegen gucken wir uns das auch ein bisschen genauer an. Aber ich spiele erst einmal das Video ab. Was ist das genau? Messenger Rooms heißen die. Viele sagen auch Facebook Rooms, das ist nicht ganz korrekt. Das Ganze kommt aus dem Messenger. Das heißt, wir können hier starten direkt im Messenger und können eben einen Videoanruf machen mit bis zu 50 Personen gleichzeitig. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Wir gehen auch gleich ein bisschen tiefer rein, wie das funktioniert und wo du es anwenden kannst. Das heißt, wir können das in kleinen Gruppen machen, auch zu zweit und bis zu 50 Leute hier mit reinholen. Ich finde es jedenfalls ganz spannend. Zum Beispiel können wir hier gemeinsam Filme gucken. Ihr habt das eben schon gesehen. Und ihr seht hier die Filter im Hintergrund. Es gibt solche Filter, neue Filter auch, dass man sich in der virtuellen Realität an den Strand versetzt oder ähnliches. So ein bisschen eher zum Spaß, kann man sagen. Und es geht letztendlich darum, die Menschen zusammenzubringen, ja? Und
Ihr seht es hier auch an den Themen, die sie ansprechen. Auch in ihrer Ankündigung war ganz klar, dass diese Rooms vor allen Dingen dafür da sind, dass die Familien und Freunde sich austauschen. Viele sagen jetzt, und ich gehe jetzt mal ein paar Fotos durch und erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie man das einsetzen kann und was funktioniert und was nicht funktioniert. Denn viele sagen auch, das ist ja jetzt voll die Nachmache, Zoom wird hier ersetzt. Und das ist absolut ganz und gar nicht der Fall. Viele Sachen können die Rooms einfach noch gar nicht. Sie sind erstmal von Facebook nicht direkt für den Business-Bereich gedacht. Vor allen Dingen also für Freunde und Familie. Nichtsdestotrotz habe ich gleich ein paar Ideen, wie du es einsetzen kannst, auch für dein Business, was da vielleicht nochmal Sinn machen würde. Aber ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht. Was zum Beispiel die Rooms noch nicht können, ist hier eine Aufzeichnung zu machen von dem ganzen Treffen. Ja? Das mag vielleicht irgendwann kommen, aber jetzt am Anfang wird es das noch nicht geben. Das heißt also für mich absolut keinen Ersatz zu Zoom, wo ich mich mit Kunden zum Beispiel treffe und auch in meinem Mitgliederbereich im Facebook Marketing Club mich treffe mit meinen Kunden, wo ich dann am Ende eine Aufzeichnung zur Verfügung stelle und sie sich das dann nochmal anschauen können. Zoom hat nochmal ganz andere Features, außerdem, was hier auch im Messenger Room gar nicht vorhanden ist. Was ich allerdings sehr spannend finde, ist, dass diese Messenger Rooms auch funktionieren, wenn man nicht registriert ist bei Facebook. Das heißt, wir können hier tatsächlich direkt entweder innerhalb von Facebook das Ganze starten und ihr seht es hier an der Handyversion, hier ganz oben, wenn ihr im Messenger drin seid, dann könnt ihr hier direkt Create a Room klicken. Das heißt dann im Deutschen noch ein bisschen anders. Und das ist, wird sehr prominent sein. Sobald ihr das freigeschaltet habt, werdet ihr es direkt sehen bei euch. Deswegen finde ich das auch ganz, ganz spannend, dass es wirklich in allen Screenshots, die sie hier zeigen, sehr prominent, sehr weit oben ist. Deswegen ganz klaren Fokus für mich, den Facebook da setzt auf diese Rooms. Deswegen will ich sie euch unbedingt zeigen. Außerdem spannend, wir können, wenn wir in einem Raum drinne sind, Leute einladen. Ja? Das heißt, wir können hier direkt Leute einladen. Wir können auch einen Link erstellen und den weiterschicken über andere Kanäle und so die Leute dann einladen. Das finde ich auch total cool. Aber ihr seht es hier am Handy. Ich weiß noch nicht, wie die das dann nachher lösen, wenn am Handy auf einem relativ kleinen Bildschirm nachher 50 Leute zu sehen sind. Ich gehe mal davon aus, dass das dann vielleicht so ein bisschen ist wie bei Zoom, dass man dann mehrere, sag ich mal, Seiten hat mit den Teilnehmern. Messenger Rooms, ihr seht es hier, so sieht es aus, wenn man diesen Link bekommt. Das ist der m.me-Link, den es ja für jede Seite gibt. Also jede Seite hat einen m.me/ und dann euren Seitennamen. Da kommt ihr immer in den Messenger rein und jetzt könnte ich mit meiner Seite schreiben. Ja, das geht für jede Seite und funktioniert dementsprechend sehr, sehr gut. Das ist ein m.me-Link und der ist ein bisschen ein bisschen länger auch, damit man hier eben keine Doppelung hat. Man kann natürlich Ton, Video, alles ein- und ausschalten, wie man möchte, wenn man beitritt. Und ich fand es auch ganz spannend, dass wir quasi hier die auch direkt aus dem Profil raus starten können. Das heißt, es ist jetzt die Ansicht von unserem Handy. Und da ist es, was ich eben schon erwähnt habe, direkt über den Stories, was ich echt krass finde, dass die hier so eine sehr prominente Stelle bekommen. Und sie sind auch in einem normalen Beitrag hier ganz prominent mit als Beitragsart mit aufgeführt. Und das finde ich ganz, ganz cool. Daran erkennt man immer, was jetzt gerade für Rooms laufen. Ja? Ich weiß nicht, ob die das übersetzen im Deutschen, ob es dann Räume heißen wird, aber ich denke nicht. Ich denke, sie werden es im Branding lassen und das wird dann bei Messenger Rooms bleiben. Der ein oder andere von euch hat schon gemerkt, die Messenger-App ist ja auch neu. Auch das habe ich hier schon gepostet auf meiner Seite, wo ihr da was findet. Die ist sehr verschlankt worden. Also der Code, der Programmiercode wurde sehr vereinfacht, damit die noch schneller wird am Handy. Ja, damit, wenn ihr am Handy seid, das Ganze noch schneller funktioniert. Und mit dem Rooms jetzt wieder integriert, wird sie natürlich wieder ein bisschen aufgeplustert. Aber das funktioniert eben sehr gut, weil hier kein unnötiger Code im Hintergrund ist. Einen großen Nachteil haben wir. Es ist nicht voll verschlüsselt, so wie zum Beispiel mittlerweile bei Zoom oder auch bei WhatsApp. Auch sehr spannend, was ich finde. Sie hören definitiv nicht zu und schauen auch nicht zu. Das haben sie versprochen, steht mit in der Ankündigung drin. Nichtsdestotrotz würde ich eben hier generell auf Facebook sowieso empfehlen, dass wenn ihr auf Facebook unterwegs seid und
ob ihr nun Room macht oder Messenger nutzt oder einen Beitrag schreibt, wenn das nicht jeder lesen soll, lesen darf, ja, also wenn ihr sagt, das ist jetzt wirklich sensible Informationen, zum Beispiel würde ich über den Messenger niemals meine IBAN oder irgendwelche Kontoinformationen oder Passwörter verschicken. Ist einfach so, es ist keine End-to-End-Encryption, wie es ja im Englischen heißt. Seid da einfach vorsichtig. Ich sehe, wenn ihr vorsichtig seid mit den Daten und, sag ich mal, eher nur euch mit Freunden und Familie trefft und ein paar Ideen, die ich euch gleich noch gebe, sehe ich hier überhaupt gar kein Problem, dass ihr das nutzt. Sabrina fragt, das ist eine sehr gute Frage, sind die Rooms öffentlich oder kann ich nur einen, in den man eingeladen hat, wurde? Ja, sie haben natürlich eine Privatsphäre-Einstellung, ähnlich wie bei, und das finde ich sehr, sehr spannend, ähnlich wie bei Zoom. Das heißt, man kann ein Room, ja, so ein, das ist ja so ein Call oder eine Videokonferenz, kann man starten mit einem Freund. Man kann also nur den einladen, nur der, der den Link bekommt. Man kann auch sagen, ich starte die für mich, mache die privat und wähle dann im nächsten Schritt aus, wer dazukommen darf und wer nicht. Ich kann außerdem auch den Room von meiner Seite aus erstellen und dann eben meine Fans einladen. Aber wie gesagt, maximal 50. Ich kann außerdem, und das jetzt, es wird spannend, ja, also man kann da coole Sachen machen, man kann außerdem innerhalb einer Gruppe einen Room starten. Und da haben sie auch ein paar Beispiele gezeigt. Hier zum Beispiel eine Beispielgruppe, was ich halt spannend finde. Hier sind über 20.000 Mitglieder in dieser Beispielgruppe. Und das ist schon recht krass eigentlich, wenn wir uns das so überlegen. Hier können wir jetzt auch wieder prominent diese Rooms starten. Und wir können, und hier in deren Beispiel, sehen, dass hier gleich mehrere Rooms geöffnet sind. Man könnte zum Beispiel ein wiederkehrendes Treffen in meiner Facebook-Gruppe machen, wo ich sage, immer montags um 14 Uhr treffen wir uns und sprechen über ein spezielles Thema. Immer mittwochs machen wir das Thema, also in meinem Fall jetzt, immer montags 14 Uhr sprechen wir in meinem Facebook-Marketing-Club über das Thema organisches Wachstum und Reichweite. Immer mittwochs um 14 Uhr sprechen wir über den Redaktionsplan und machen das vielleicht auch gemeinsam. Ja? Das heißt, wir könnten hier mehrere anlegen und die Mitglieder können dann hier mit rein. Und wir als Veranstalter haben hier alle Möglichkeiten. Wir können genau sagen, wer hier das finden darf. Hier zum Beispiel steht, nur Gruppenmitglieder dürfen den Raum sehen. Ich könnte auch sagen, nur meine engsten Freunde dürfen den Raum sehen. Und so weiter und so fort. Ich kann hier klare Startzeit angeben. Das heißt, ich kann das auch nicht in diesem Moment machen, sondern einfach auch ein bisschen später. Es ist tatsächlich so, dass sie hier versuchen, einfach die Verbindungen, die man sowieso schon hat auf Facebook, noch weiter zu stärken. Das ist ja eines der Hauptziele von Facebook, ganz klar. Die Plattform will ja, dass wir uns mehr Zeit auf Facebook, Instagram, wo auch immer, sie haben ja mehrere Plattformen, aufhalten und dementsprechend unsere Zeit dort verbringen. Und sie geben uns jetzt mit den Rooms natürlich eine geniale Möglichkeit, um noch mehr Zeit auf Facebook zu verbringen. Ja? Aber eben qualitativ hochwertige Zeit, weil wir uns austauschen, weil wir uns besser kennenlernen, weil wir uns untereinander gut treffen. Da sind sie natürlich gerade im absoluten Corona-Zeitalter, machen sie das genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo sowieso sich alle virtuell treffen, macht natürlich absolut Sinn. Den Messenger gibt es sowieso ja schon. Auch dort können wir uns schon treffen und austauschen. Und das ist jetzt die nächste Stufe davon, einfach für größere Treffen. Ich fand es jedenfalls super spannend und sehe hier schon auch eine Möglichkeit, das in meinem Mitgliederbereich eventuell zu machen. Ich sehe hier auch eine Möglichkeit, sowas in kostenlosen Gruppen zu machen, wo man dann einfach darüber ganz klar sagt, hey, es gibt nur 50 Plätze. First come, first serve. Wer zuerst da ist, kriegt zum Beispiel ein Training von mir eine Stunde lang, das wird dann nicht aufgezeichnet. Es würde bedeuten, dass ihr eure Fans daran gewöhnt, dass sie kommen müssen, weil es gibt keine Aufzeichnung. Ich finde das auch nochmal sehr sinnvoll, damit wir wirklich eine Verbindung aufbauen. Ja? Und natürlich für die Privatsphäre auch, man kann das Meeting sperren, sodass wirklich, wenn alle drin sind, keiner mehr zusätzlich rein kann. Und was in dem Raum gesagt wird, bleibt in dem Raum, denn es gibt keine Aufzeichnung. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, da bin ich gespannt, was da dann für Entwicklungen draus entstehen und wie das dann eingesetzt wird.
Bei WhatsApp ist das ähnlich und da eben der Unterschied, dass es hier verschlüsselt ist. Das seht ihr hier an diesem Zeichen. WhatsApp derzeit dann bis zu 8 Leute können dann hier beitreten. Facebook hat auch gesagt in der Ankündigung, dass es für sie sehr, sehr schwer ist, diese Verschlüsselung auch bei Messenger und auch dann Instagram, das ist auch nochmal spannend, ich zeige es euch nochmal, diese Rooms, ja, die werden zuallererst auf Facebook ausgerollt. Das heißt, wir werden es hier, wo ich es gezeigt habe, in der Gruppe, im Profil, in Messenger sehen, können die jederzeit so einen Room starten. Nichtsdestotrotz kommt es auch zu anderen, auf den anderen Plattformen irgendwann werden die auch ausgerollt. Das heißt, Instagram wird genau das gleiche Feature bekommen, Instagram Direct, also auch, wo man ne, die privaten Nachrichten hin und her schreibt, auch da wird das kommen, die Rooms. Außerdem wird es kommen im Portal. Portal ist quasi wie heißt sie denn? Alexa von Facebook. Und dann, genau, Instagram, WhatsApp wird es dann, glaube ich, sogar jetzt auch schon ausgerollt mit zumindest 8 Personen. Dass es dann noch 50 werden, wird dann auch noch kommen. Ja? So, okay, also, was ich auch ganz spannend fand, ist jetzt erstmal zu den Rooms. Da könnt ihr dann gerne auch nochmal, das Announcement werde ich ja auch nochmal markieren. Da bin ich jetzt gespannt, vielleicht habt ihr schon mal eine Idee, wie ihr diese Rooms nutzen könnt. Vor allen Dingen vielleicht auch in der Gruppe. Vielleicht fällt euch da schon was ein. Vielleicht sagt ihr, wow, geil, könnte ich doch für, weiß ich nicht, sowas nutzen. Dann gerne hier unterm Kommentar, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und weil Corinna gerade fragt, ich habe das tatsächlich gerade im Mitgliederbereich auch gepostet, Corinna, wie das funktioniert mit diesem ausgeschnittenen Hintergrund. Ich bin gerade mit eCam live, also für alle die, die hier live gehen wollen. Ich zoome mich mal ein bisschen raus, dass ihr auch wirklich alles seht, was ich sehe. So, eCam ist mein Tool für Live-Videos, genau. So, also nächstes Feature, was jetzt kommt oder was schon da ist, ist tatsächlich auf Instagram. Instagram können wir natürlich schon länger auch am Desktop nutzen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mal Instagram öffne, instagram.de, einmal aufmachen, dann haben wir hier natürlich hier die Übersicht. Ich mache immer schön aus die Benachrichtigungen. Hier ist jetzt Katharina zu sehen. Und was wichtig ist, und das ist neu, jetzt seit ungefähr 10 Tagen würde ich sagen, dass wir zwei Features haben. Zum einen haben wir hier die Nachrichten. Wir können jetzt hier in den Nachrichtenordner reingehen und müssen die Nachrichten nicht mehr am Handy beantworten, was ich sehr, sehr gut finde. Ich bin eh nicht so ein Handyfreund und habe die Apps teilweise gar nicht auf dem Handy, wie Facebook zum Beispiel. Das heißt, das geht jetzt hier direkt. Geht natürlich alternativ auch über das Postfach auf Facebook direkt, dass du hier Instagram-Nachrichten bearbeiten kannst, beantworten kannst. Zweites Feature, was ich auch sehr cool finde, ist, dass wir Live-Videos, ja, also wenn ihr seht es hier live, dass wir die direkt schauen können. Wir können ja einfach mal reingehen hier bei Katja, dass wir das am Desktop gucken können. Ja, Katja ist gerade live und ich kann jetzt hier am Desktop gucken, was sie da gerade macht. Finde ich super, super spannend, diese Möglichkeiten, die uns Instagram hier bietet. Wir sehen das ja immer häufiger. Ich habe zum Beispiel meine Lieblingscoverband Tripod. Ich teile immer ganz fleißig. Die sind jetzt auch immer live auf Facebook und auch viele andere Konzerte, die zum Beispiel auf Instagram laufen und auch auf Facebook laufen, live. Ja, wichtig auch bei Facebook ist es so, wenn ein Live-Video läuft, öffentlich auf einer Seite, dann kann man sich das angucken, auch wenn man nicht auf Facebook registriert ist. Das ist wichtig. Meine Mama hat fleißig am Wochenende auch bei Tripod mitgeguckt, obwohl sie nicht den Account bei Facebook hat. Ja? Also das hier nochmal die Ansicht, wie das dann aussehen kann, wenn man live zuschaut. Ich denke mal, das wird in der Ansicht, eben bei Katja sah es noch ein bisschen anders aus, nochmal optimiert, dass man da noch andere Optionen hat. Finde ich jedenfalls ganz, ganz spannend. Außerdem ein Feature auf Instagram. Ihr kennt das, wenn ihr live geht auf Instagram. Ja? Katja zum Beispiel ist jetzt live. Dann war das früher immer so, dass dieses Live-Video 24 Stunden hier gespeichert war in ihrer Story. Und dann war es weg. Außer du hast es gespeichert auf dem Rechner und hast es nochmal irgendwo hochgeladen oder so. Ne? Also auf dem Handy. Ich speichere das am Ende sowieso immer. Und habe es dann teilweise auch bei IGTV hochgeladen. Aber es waren immer mehrere Schritte und es hat natürlich Zeit gekostet.
Was jetzt geht, ist, dass wir live machen und ja, ein Live-Video zu Ende ist. Wenn es hier zu Ende ist, dann können wir sagen, bitte speichere das direkt in IGTV. Das heißt, ich muss es nicht extra nochmal hochladen, was ich sehr gut finde. Sehr, sehr spannend. Also für alle, die Instagram nutzen, definitiv sinnvoll. Genau. Ah, sehr gut, Dorit. Fragt noch. Wir hüpfen nochmal zu den Zoom Rooms zurück. Die Zoom Rooms sind komplett kostenlos und die Zoom Rooms haben keinerlei zeitliche Begrenzung whatsoever. Ja? Ich gehe nochmal zurück und gucke nochmal, ob ich euch alles auch erzählt habe, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau, so. Aha, Bildschirm zum Beispiel kann man teilen, aber der ist wohl, dieses Feature ist wohl noch fehlerhaft. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dieses Zoom Rooms noch viel Potenzial hat. Da werden sie noch weiter dran basteln. Ich glaube, das ist jetzt eine relativ Schnellschussaktion, dass sie das veröffentlichen, ohne dass es perfekt ist, weil sie einfach jetzt das Ganze rausbringen wollen und sie werden daran dann immer noch werkeln. Das heißt, es wird für unterschiedliche Leute anders aussehen. Das heißt, es wird viel getestet und es mag auch noch mal was kaputt gehen. Dementsprechend denkt daran, ja. Es gibt kein Zeitlimit. Es wird zusätzliche Filter geben. Das finde ich auch noch mal ganz spannend. Das hatte ich im Video schon gezeigt mit einem Hintergrund, virtuelle Hintergründe und ähnliches. Und das fand ich jetzt auch ganz spannend. Es wird vorerst keine Werbung innerhalb der Rooms geben. Also ich sage vorerst, weil ich schon annehme, dass irgendwann wahrscheinlich Werbung kommen wird. Derzeit aber klare Ansage, keine Werbung. Ja, das ist wichtig. So, ganz klare Ansage, sie werden nicht zuhören und auch nicht zugucken. Und haben aber auch in der Ankündigung gesagt, sie werden in Ländern, wo es Pflicht ist, dass die Zoom-Rooms verschlüsselt werden, da werden sie es auch verschlüsseln. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wie das in Deutschland ist. Sie haben in der Deutschland-Ankündigung kein extra Vermerk dazu gemacht. Derzeit gehe ich davon aus, dass es nicht verschlüsselt ist. Ja? So. Genau. Ich gucke gerade noch mal. Der Newsfeed wird dann eben ganz anders aussehen. Ne? Ihr werdet die Zoom-Rooms dann hier nochmal über allem anderen haben. Und da ist auch nochmal wichtig, welche ihr dort seht. Ihr werdet dort die Rooms sehen von Freunden. Ihr werdet die Rooms sehen von Gruppen, wo ihr Mitglied seid. Das heißt, das ist sehr individuell und jeder hat hier eine andere Ansicht. Es werden nicht irgendwelche wahllosen Rooms angezeigt, sondern es ist hier wirklich genau das, was auf euch individualisiert zugeschnitten ist. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Und ich gucke jetzt gerade mal, ich hatte hier mir noch einen Link hinterlegt von Stan, aber das hatte ich schon hier, die Hintergrundbeispiele. Genau, das habe ich schon gezeigt. Sehr gut. Also ich finde es jedenfalls sehr, sehr spannend, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich gucke gerade mal, ja, ne, so Videos zusammen gucken zum Beispiel, finde ich jetzt auch ganz spannend. Das geht ja schon mit Watchpartys. Hier wäre das jetzt, was ich hier gerade habe, mit einem grünen Hintergrund. Die werden das mit künstlicher Intelligenz hier einfach hinter die Leute setzen, so wie es ja sowieso schon in den Filtern derzeit schon auch im Messenger möglich ist. Allerdings gibt es für die Rooms dann zusätzliche neue, coole Filter, so, ja, dass wir damit ein bisschen rumspielen können, was ich auch ganz spannend finde. Genau, so viel zu Rooms nochmal. Instagram haben wir uns schon angeguckt. Anderes Feature, das ich zumindest kurz ansprechen möchte, ist das Live. With, also live gehen mit jemand anderem zusammen. Das funktioniert nur am Handy. Das hat auch früher schon funktioniert. Das hatten sie weggenommen vor ungefähr einem Jahr und haben es jetzt wieder ausgerollt, weil so viele danach gefragt haben. Das heißt, um ein Interview machen zu können, müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt mit Zoom oder ähnlichen Tools live gehen, sondern es geht direkt auf Facebook über das Handy. Und je nachdem, wie man die Kamera hält, wird es dann unterschiedlich angezeigt. Wie gesagt, die meisten konsumieren Hochkant, dementsprechend schau einfach, dass du optimierst für Hochkant deine Videos. Ich finde das Feature ganz toll, das funktioniert, indem du live gehst auf Facebook und dann dort die Option hast, jemanden hinzuzuholen. Das heißt, idealerweise hast du den vorher schon vorgewarnt, dass du den dazu holen willst und machst das nicht einfach. Ist relativ simpel umzusetzen, ich finde es jedenfalls sehr, sehr cool. So. Genau, das wäre dann jetzt genau das, Carmen, ja, mit einer zweiten Person ein Facebook Live zu machen. Ja, ich finde es richtig gut.
Ist auch die einfachste Variante. Wir müssen ja nicht immer Zoom oder irgendwas nutzen. Von daher, ich habe trotzdem noch auch noch eine Anleitung, wie man mit Zoom live geht, Schritt für Schritt. Falls du da ein externes Tool für nutzen möchtest, wäre das auch eine Möglichkeit, definitiv. So, ich gehe mal weiter, weil es gibt noch weitere Features, wobei ich denke, dass dieses zum Beispiel in Deutschland erst ein bisschen später kommen wird. Wie gesagt, nicht alle dieser Features sind jetzt schon bei allen ausgerollt. Teilweise müsst ihr noch ein paar Wochen warten, aber dann habt ihr es zumindest schon mal gehört. Das kann schon sein, Carmen, dass es vielleicht bei dir jetzt einfach noch nicht geht. Das war jetzt auch teilweise eine Ankündigung, dass das noch ein bisschen dauern könnte. Ja? Ich glaube nicht, Judith, aber es soll jetzt demnächst, Sie haben letzten Donnerstag das Update gemacht und Sie haben gesagt, diese Woche, wobei, ja, noch ist es nicht da, bei allen zumindest nicht. Ja? Müsst ihr einfach mal die Augen offen halten, deswegen erzähle ich es euch jetzt schon mal, dass ihr Bescheid wisst. Außerdem, was ich sehr spannend finde und wie gesagt, ich fürchte, das wird jetzt auch erstmal hier in Deutschland nicht kommen, aber wir können dann Veranstaltungen anlegen und ich bin sowieso ein großer Fan von Veranstaltungen, wenn ihr es gemerkt habt auf Facebook. Veranstaltungen sind tatsächlich sehr beliebt von Facebook auch. Sie sind sehr prominent für die Erstellung. Wir haben das Dashboard, wenn wir auf der Fanpage sind, die Statistiken von Veranstaltungen sehr prominent oben im Menü. Dementsprechend für mich immer so ein Indiz, da legt Facebook Wert drauf. Ja? Finde ich also immer ganz spannend. Was jetzt gehen wird, dass wir eine Veranstaltung anlegen, wo wir dann Geld für nehmen. Das heißt also, jemand bezahlt uns direkt für die Veranstaltung und wir können dann innerhalb der Veranstaltung zum Beispiel ein Live-Video machen. Ja? Das geht auch jetzt schon. Wir können jetzt auch schon Live-Videos direkt in Veranstaltungen machen. Aber das würde in dem Moment eben bedeuten, du musst 9,99 bezahlen und erst dann kannst du das Live-Video sehen zu der bestimmten Uhrzeit. Ich finde es jedenfalls ganz spannend. Hat nur einen richtig fetten Nachteil. Facebook will natürlich Geld dafür haben. 30%, soweit ich das jetzt gehört habe, wollen sie für das Feature dann umsetzen und wollen sie dafür haben. Und das ist natürlich schon recht viel. Da würde ich jetzt tatsächlich drüber nachdenken, ob ich das anders löse und eventuell nicht direkt über Facebook hier diesen Zugang verkaufe, sondern das eben extern mache. Ja? Finde ich jetzt fast ganz später. Ja, Manuela, ich habe immer alles aufgezeichnet, also du kannst dich gerne um deine Kinder kümmern, gar kein Problem. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein paar Features für euch, möchte ich euch nochmal zeigen. Ich habe am Freitag hier den Zugang zu der Monetarisierung, der Sterne-Monetarisierung bekommen. Auch das ein Feature von Facebook, was sie jetzt angekündigt haben. Und ich möchte euch das kurz zeigen, denn nicht jeder hat da Zugang zu. Ihr seht das, wenn ihr auf eurer Seite seid. Ich gehe mal auf meine Seite. Könnt ihr sehen, ob ihr dafür ja überhaupt erstmal geeignet seid. Nicht jeder bekommt da Zugang. Wahrscheinlich gibt es eine Mindestanzahl an Fans, die man braucht. Im Creator Studio findet ihr das. Entweder hier direkt im Menü findet ihr das Creator Studio oder hier in dem Bereich ist das Creator Studio drin. Oder ihr müsst es googeln. Der ein oder andere kommt nur über Google dorthin. Und dann links im Menü haben wir dann hier, ich gucke gerade mal, ob ich richtig zeige, da haben wir dann die Monetarisierung und zwar die Sterne-Monetarisierung. Das ist ganz neu, am Donnerstag hatte ich es noch nicht, Freitag ganz neu ausgespielt. Ich habe das mit einem Schnipsen quasi aktiviert, das heißt, es ging mit irgendwie Eintragen meiner Daten, also Adresse, Telefonnummer wollten sie haben, E-Mail haben sie sowieso schon von mir. Sie wollten meine IBAN haben, die Daten, wo sie dann eben das Geld überweisen können. Das heißt, ich kann über diese Sterne Geld empfangen von euch. Und wie das funktioniert, zeige ich gleich. Und was war noch wichtig, ich hatte es auch drin. Ich werde dazu noch einen extra Beitrag machen, wo ihr genau den Prozess mal durchgehen könnt. Ich habe alles richtig schön gescreenshottet, damit ihr das sehen könnt. Aber wichtig ist für euch erstmal zu wissen, was ist das überhaupt? Wenn das losgeht so richtig mit diesen Sternen, wie gesagt, ich bin da jetzt zwar freigeschaltet, aber entscheidend ist, dass meine Zuschauer, du zum Beispiel, ein Paket mit Sternen kauft. Das heißt, was du jetzt tun kannst auf Facebook, du kannst ein Paket mit Sternen kaufen. Das ist so ein bisschen wie Twitch, wo man auch spenden kann, wenn man ein Video sieht und das geil findet. Ja, das geht dann hier auf Facebook auch.
Das heißt, du kannst ein Paket für 5 oder 10 Dollar kaufen und dann kannst du sagen, geiles Live-Video, Katrin, dafür möchte ich dir eine Spende zukommen lassen. Und für jeden Stern, den du mir gibst, kriege ich einen Cent. Ja, das steht auch hier erklärt, wie es funktioniert. Das heißt, ihr könnt während eines Live-Videos sagen, geil, geil, ihr könnt den Stern drücken und ihr könnt mir damit eben eine Kleinigkeit an Geld zukommen lassen. Also ist wirklich gerade, ich würde mal sagen Peanuts, ja, also nicht unbedingt sehr viel, aber man könnte zum Beispiel, und das finde ich jetzt an den Tipps hier sehr geil, sagen, ich belohne meine Fans, die Sterne senden. Also alle, die mir Sterne senden, könnten hier zum Beispiel zusätzliche Anerkennung bekommen, indem ich sie erwähne im Live-Video beispielsweise. Ja? Das könnte ich hier im fixierten Kommentar reinbringen. Dann kann ich hier Ziele hinzufügen. Ihr seht es hier unten relativ schlecht, weil ich noch kein Ziel angelegt habe. Ich mache das jetzt mal parallel. Ist ja, kommt dann hier rüber. Ich schiebe mich mal auf die andere Seite. So. Was da passiert? Ich kann einen Zielbeitrag, ja, zum Beispiel hier, die Zuschauer sehen meine Statusanzeige und der erhaltene Gesamtbetrag ist jedoch nur für dich sichtbar. Das heißt, ich kann hier sagen, hey, mein Ziel für dieses Video sind 1000 Sterne, ganze 10 Euro, das ist echt viel. Ja, ich kann dem Ganzen einen Titel geben und yeah, schaffen wir die 1000 Sterne oder sowas. Ja, und ich kann dann sagen, wenn du mir Sterne gibst, dann gebe ich dir irgendwas zurück oder so. Ja, und weitere Informationen für die, die eben hier mitmachen. Relativ wenig Platz, das heißt, ich habe nur 40 Zeichen. Nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen Gamification. Das heißt, wir machen Facebook zu einem Erlebnis. Es wird eben eine Mitmachaktion. Das ist ja das Entscheidende. Facebook versucht jetzt gerade aus einem Live-Video, wo du passiv zuschaust und vielleicht nochmal einen Kommentar absiehst, ja, Bewegung reinzubringen. Also da wirklich mit Umfragen zu arbeiten. Die Umfragen gibt es bereits, habe ich im Live-Producer-Video erklärt, vor 2 Wochen etwa. Müsst ihr nochmal gucken auf meiner Seite, ist auch ganz frisch. Umfragen kann man machen, die interaktiv sind. Diese Sterne sind nochmal eine Option, wo man einfach nochmal Bewegung reinbekommt und das Ganze eben ein bisschen interaktiver gestaltet. Und das ist ja auch so das Problem, was wir immer haben, wenn ich jetzt ein Live-Video mache, wie jetzt gerade, dass ich so ein bisschen Alleinunterhalter bin. Und ich rede zwar mit euch, aber ja, es ist schwer, so wirklich eine Interaktion rauszukriegen. Und genau da arbeiten sie dran. Genau das wollen sie jetzt hier ändern. Ja? Auch sehr spannend, bewirb Sterne regelmäßig. Das heißt, ich soll jetzt Werbung schalten, beziehungsweise Werbung dafür machen, dass ich diese Sterne habe und dass ihr mir Sterne gebt. Ja? Das heißt, und das ist mit allen Sachen so, das finde ich halt so spannend. Wir sind ja hier auf Facebook, es ist ein neues Feature. Damit das genutzt wird, müssen wir auch darüber sprechen. Und Facebook pusht mich jetzt hier und erinnert mich daran, hey, wenn du das auch machen willst, dann musst du darüber reden. Es ist nämlich ganz normal, dass wenn etwas Neues da ist, und das sehe ich ganz häufig bei meinen Kunden, sie haben etwas Neues an den Start gebracht, aber sie reden viel zu wenig darüber. Und genau das ist das hier auch. Es ist ein neues Feature und dementsprechend sagt Facebook uns ganz klar, hey, sprich darüber. Sprich darüber, dass es das gibt. Ansonsten macht keiner mit. Das wird im Sand verlaufen, wenn ich nicht darüber spreche. Ist einfach so. Ja? Und das gilt für alles, nicht nur für neue Facebook-Features. Und ich schiebe mich wieder auf die andere Seite. Sonst bin ich hier irgendwie im Weg. Na? Motiviere die Zuschauer mit kreativen Vorteilen dazu, dir Sterne zu senden. Also was ich eben schon gesagt habe, dass ich die hervorhebe. Dass ich zum Beispiel die mir Sterne senden, könnte ich jetzt sagen, hey, wenn du mir Sterne schickst, dann bekommst du die Option, dass ich mir deine Fanpage angucke und die analysiere, mal so als Beispiel. Das ist jetzt etwas, was mir einfällt. Vielleicht fällt euch da auch irgendwas Kreatives mit ein. Ich finde es jedenfalls sehr, sehr spannend, was man da jetzt einfach mal ganz kreativ überlegen könnte. Ich würde generell sagen, dass diese Sterne-Monetarisierung wahrscheinlich erst Sinn macht, wenn man auch eine bestimmte Anzahl an Live-Zuschauern hat. Ja, wie jetzt zum Beispiel in diesem Video haben wir 160 Leute live. Eben habe ich schon 180 gesehen. Das ist jetzt natürlich kein Allerweltsthema, dementsprechend relativ viele Live-Zuschauer für ein Live-Video. Das macht bei 10 Durchschnittszuschauern wahrscheinlich eher weniger Sinn, weil, wie gesagt, Peanuts, ein Stern gleich 1 Cent.
Das ist nicht unbedingt etwas, womit man sich Brötchen verkauft, wenn man nicht gerade 10.000, 20, 30 oder 100.000 Follower hat. Also sicherlich auch eine schöne Möglichkeit für Influencer, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Genau, kündige das groß an. Also sie geben hier ein paar Tipps. Geh regelmäßig live. Ist ja nichts Neues, sage ich ständig, aber es soll nochmal erwähnt sein. Fixiere einen Kommentar mit Infos, auch sehr wichtig. Ja, wenn es mir wichtig ist, dass ich das wirklich gut sichtbar auf der Seite habe. Und dann könnte ich auch ein Erklärvideo dazu erstellen. Also nochmal ein komprimiertes, kleines, zusammengefasstes Video, wo ich wirklich die Vorteile reinbringe. Ja, meine individuellen, die ich dann an meine Fans hier rausgeben kann. Und die Sterne, Kendra, die gibt es nur für Live-Videos. Also nur im Live-Video, wenn ich live bin, gibt es hier diese Möglichkeit. Genau, so. Sehr schön. Ich finde es auch sehr geil. Ob ich das jetzt regelmäßig nutzen werde, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr als Zuschauer das auch nirgends seht. Jetzt im Live-Video irgendwo eine Sterne-Option, oder? Könnt ihr das irgendwo sehen? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie die Ansicht ist als Zuschauer. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt vielleicht auch noch nicht freigeschaltet ist oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt aktiviere für ein Video oder ob ich da zum Beispiel über den Live-Producer auch live gehen muss. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch weitere Features, die ich jetzt hier nicht als Screenshot habe, aber erzählen will ich sie trotzdem. Das ist zum Beispiel, man kann mit einer Telefonnummer, also man bekommt Telefonnummern für Live-Videos und kann sich mit der Telefonnummer einwählen. Das ist nochmal interessant, so ein bisschen wie Podcast-mäßig für alle die, die vielleicht gerade unterwegs sind und zuhören möchten. Ja? Ach witzig, ihr seht es, das ist ja cool. Könnt ihr ja mal gerne einen Screenshot machen und mir das schicken. Das würde mich nämlich sehr interessieren, wie das aussieht. Sehr, sehr cool. Also das finde ich auch nochmal ganz spannend. Soweit ich das gesehen habe, gibt es das dann auch in Deutschland. Und das soll eine ganz normal Festnetznummer sein. Also keine, die irgendwie zusätzlich kostet. Weiß ich nicht, ob man das nutzen würde. Live-Video ist ja Live-Video. Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt einwählen würde und nur zuhören würde. Mittlerweile haben wir alle unser Datenvolumen, von daher weiß ich nicht, warum das interessant sein könnte, aber gut. Und ich finde es jedenfalls ganz spannend, dass sie sowas auch machen. Entscheidend ist, dass sie auch diese ganzen Features teilweise auch für die freigeschaltet haben, die eben nicht registriert sind bei Facebook. Ich vermute, und so geht es mir sehr häufig mit meinen Produkten, wenn ich was Neues mache, ich lasse gerne mal ein paar Leute schnuppern. Und wenn sie es gut finden, dann werden sie wahrscheinlich schon buchen. Und genauso sehe ich das hier auch. Das heißt, die Schnuppern sehen das Live-Video, ohne registriert zu sein, finden das geil und melden sich dann bei Facebook an, weil sie es gut finden. Ja? Wir haben einen riesen Zuwachs jetzt seit März hier auf Facebook. Dementsprechend hier natürlich auch ganz viele coole Features, die hier reinkommen. Außerdem, ein Thema will ich noch ansprechen. Alles andere habe ich, glaube ich, schon gesagt. Was mir ganz wichtig ist, dass ihr ein bisschen aufpasst, was ihr gerade zum Thema Corona teilt auf eurer Facebook-Seite. Profil und auch auf der Seite, denn Facebook hat gerade jetzt die Woche auch nochmal angekündigt, letzte Woche angekündigt, dass sie sehr, sehr strikt sein werden mit Falschmeldungen. Dementsprechend, bitte passt auf, euer Profil wird sehr schnell hier von Facebook gesperrt, ohne dass ihr wieder Zugang bekommt. Also das ist auch eine der Neuerungen. Sie haben hier neue Algorithmen, die daran arbeiten, automatisiert Leute rauszukicken, nur weil sie ein paar Wörter vielleicht nicht ganz korrekt genutzt haben, auch wenn das vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Aber durch diese Masse an Falschmeldungen, die gerade läuft, es ist aus meiner Sicht dahingestellt, ob es eine Falschmeldung ist oder nicht, sobald ihr, sag ich mal, schwierige Informationen hier teilt, könnte das bedeuten, dass ihr hier schnell gesperrt werdet. Und ich möchte euch zumindest vorwarnen, dass Facebook hier ganz, ganz dolle Intelligenz, künstliche Intelligenz einsetzt dafür. Das heißt, es wird nicht immer manuell geprüft. Es gibt viele, die manuell nochmal reingehen und viele Mitarbeiter von denen, die auch nochmal manuell reingehen. Aber die meisten Beiträge und auch Profile werden gerade gesperrt. Ohne manuelle Prüfung. Das heißt also hier einfach nochmal, bitte seid dem sehr bewusst. Facebook versucht hier einfach Falschmeldungen so schnell es geht aus dem Netz zu bekommen, bevor die viral gehen. Und das ist an sich ja super gut. Ich finde das sehr gut. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass hier dadurch natürlich auch mal die falschen Personen gesperrt werden. So, das war's. Ich habe jetzt hier meine Notizen alle abgerattert. Ich finde es jedenfalls sehr, sehr spannend. Ja?
Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bin gespannt, wie ihr jetzt diese neuen Features einsetzen werdet. Es wäre jetzt so gewesen, dass diese Woche die F8-Konferenz von Facebook live gewesen wäre in den USA. Wird natürlich nicht stattfinden und das sind jetzt diese Features, die dort vorgestellt, ja, die sie hätten vorstellen wollen. Das heißt also, ja, die großen, riesengroßen Neuigkeiten sind jetzt ein bisschen ausgeblieben, aber nichtsdestotrotz sehe ich schon bei den Rooms hier eine tolle Möglichkeit, dass wir einfach mal überlegen, ganz clever, wie wir hier als Vorreiter eventuell überlegen können, wie wir das einsetzen, um eine, und das ist für mich entscheidend, Verbindung zu unseren Fans aufzubauen. Ich glaube, das ist hier absolut das, was wir am besten machen können, wirklich eine Verbindung, eine echte Verbindung zu unseren Fans und Freunden und potenziellen Kunden aufzubauen, dass wir die nicht als Zahl, als Fan, als Plus Eins wahrnehmen, sondern tatsächlich sie besser kennenlernen und in den Austausch gehen, mal fragen, was brauchst du von mir und wirklich hier mal nicht nur dieser Alleinunterhalter darstelle, sondern tatsächlich, dass ich überlege, aha, wie kann ich denn jetzt mal in den Dialog gehen? Und das ist das Entscheidende. So viel zu mir von heute. Ich gehe jetzt gleich im Masterkurs live und mache mein Q&A, aber wenn ihr Fragen habt noch zu diesem Thema, stellt die gerne unter dem Video. Aber natürlich könnt ihr auch gerne in meine Gruppe kommen, Facebook Marketing mit Katrin Hill. Facebook-Gruppe mit mittlerweile 13.000 plus Mitgliedern, also da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Sehr, sehr aktive Gruppe. Wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann, ihr Lieben.